Heute wollen wir uns ja ein bisschen mit offenen Fragen noch beschäftigen, vielleicht mit Sorgen, mit Ängsten, die Sie haben. Ja, meine größte Sorge ist natürlich, dass meine Tochter richtig gesund wird und wie wir als Familie damit umgehen. Und ich kann natürlich Ihre Sorge gut verstehen, Ihre Ängste. Es geht um Ihre Tochter, will man nur das Beste. Aber vielleicht können Sie es mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen. Denn das Positive ist, die Zöliakie ist die einzige Erkrankung, die man rein über eine glutenfreie Ernährung heilen kann. Ja, und das sieht so aus, dass Ihre Tochter ja keine OP braucht, keine Medikamente, keine Behandlungen ein Leben lang, sondern rein die glutenfreie Ernährung bringt Beschwerdefreiheit. Und vielleicht, wenn Sie das so positiv auch mit in die Familie nehmen, dann merkt Ihre Tochter auch, dass sie sich sicher fühlen kann. Das ist ja schon mal positiv. Aber wie mache ich denn das bei Freunden und Bekannten? Klar, bei Freunden und Verwandten, gerade da, wo Ihre Tochter häufig ist, Oma, Opa oder Tante, Onkel, beste Freundin, die sollten Sie natürlich auch einfach vielleicht mal einladen, mal zeigen, was bedeutet glutenfreie Ernährung, wirklich Informationen weitergeben, damit Ihre Tochter da nicht auch in den Zwiespalt kommt, wenn die Oma vielleicht das Kind verwöhnen will und da gibt es mal einen Keks und gar nicht die Tragweite erkennt, dass das dann für Ihre Tochter auch Folgen haben kann. Aber ich kann dann nicht mit allen Lehrern und allen Schülern sprechen. Klar, das ist auch nicht nötig. Ja, wichtig wäre, Klassenlehrer oder Klassenlehrerin mal zu informieren und vielleicht auch einen Einzelgesprächstermin zu suchen, da mal wirklich über die Zöliakie aufzuklären. Da gibt es auch eine prima Elterninformationsbroschüre, falls Sie da mal schon einen Blick reinwerfen möchten. Da gibt es super Checklisten, gerade für die Lehrer, so eine Kurzinfo, wo Sie auch diese Informationen einfach in kurzen Punkten an den Lehrer weitergeben können. Und mit der Schulkantine, was mache ich da? Wäre auch noch wichtig, finden Sie aber auch hier die Informationen dazu, dass Sie auch an den Caterer noch mal rantreten oder mit dem Küchenchef sprechen und das mit ihm durchgehen, ob es möglich ist, auch ein glutenfreies Essen in der Schule für Ihre Tochter zu bekommen, um das Ganze einfacher zu machen. Okay, das ist ja schon einiges einfacher, als ich mir gedacht habe. Vielen Dank schon mal für die ganzen Informationen. Es sind viele Informationen, deswegen Schritt für Schritt. Die Beratung, auch die Einheiten haben Sie ja gemerkt. Und von daher, Sie werden eine Routine reinbekommen, dann werden Sie schon sehen, dass das alles viel einfacher und routinierter wird, als jetzt gerade gedacht.